zum Gehen, was sagst du? Kann man sowas hochladen? Ja, wir sind gerade am Frühstück. Wir schauen das erste Video an, hier von der Serie, die Philipp geeditet hat, von seinem Blog gestern. Und dann fatzen wir los zu Bomarillo Performance für unser Wednesday Workout. Hallo. Ja, also, ist schon eine Frage. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, dass wir Tennis waren. Hatten wir bei uns im Portal-Komplex auch immer Waschbären an der Track. Auf geht's! Alright, let's go! Das Auto riecht schon mal nach Cleats. Was bedeutet das? Oh. Dass das richtig gearbeitet wird? Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, ja. Ich habe meine Cleats hier drin gelassen im Auto und die wird halt schon richtig warm. Das heißt, die tun dann hier drin so im Auto sozusagen backen. Und dann hast du halt diesen Klickgeruch im ganzen Auto. Aber wir fatzen jetzt los zu Bomarillo. Es ist Mittwochmorgen. Heute steht ein Pool-Workout an. Und Core, bisschen Recovery. Das heißt, das Ganze ist ein bisschen leichter heute, wenn du hier morgens losfährst. Ist die Sonne auf den Palmen, blauer Himmel. Bei einem Hurricane sind hier irgendwie 500 Papageien oder sowas mal freigekommen. Und seitdem gibt es hier wilde Papageien, die dann in den Bäumen einfach immer rumrufen. Aber es ist halt Florida, Mann. Hier gibt es alles tropische Tiere, tropische Leute. Daumen sind wir hier. Daumen sind wir hier. Ja, wir gehen zu Bomarito Performance hier in Aventura, Florida. Hey, Don. Going to Bomarito. Yeah, there we go. The camera's rolling. Appreciate it. Damn, jetzt wo ihr filmt, muss ich den ID auch checken. Wie kamst du auf dieses Trainingsprogramm hier? Ich habe meinen Agent angehauen, Drew Rosenhaus, der ja stationiert ist hier in Miami, dass ich einen Spot brauche über den Sommer, um wirklich nochmal einen Schritt nach vorne zu machen vom Trainingslager, dass ich einfach diese Edge habe. Ja? Du willst ins Trainingslager mit so einer richtigen Edge gehen. Und dann hat er gemeint, hier kommst du zu Bomarillo, er schickt dir seine ganzen Leute hin und bin ich natürlich gegen Flieger. Und hier runter, und hab's bis jetzt nicht bereut. Ach. Das ist schon geil. Das ist eine kleine Gruppe heute, oder erstmal? Ja, ja, also die 8 Uhr morgens Gruppe ist meistens ein bisschen leichter besetzt. How's it going? Schwerer als man denkt, ne? Das war das Pool Recovery Workout. Sieht vielleicht für das ungeübte Auge nur nach Planschen aus, aber das ist ganz schön intens. Du kannst dadurch zum einen ein bisschen deinen Körper flushen, deine Muskeln regenerieren schneller und gleichzeitig kannst du kleine Muskeln trainieren, wo es ansonsten schwer ist, den Widerstand zu simulieren. Wir fassen jetzt rein in den Weight Room eine Runde. Da geht es noch weiter mit Core und ein paar Übungen. Dann eine Runde Physical Therapy, Massage. Da sind wir fertig für heute. In a French league, but each one of those were more semi-pro than pro.
but this ELF is like, that's gonna be like the real deal. I got a college teammate. He's playing in Germany. I don't know if that's what you're talking about. Do you know the team he plays for? It's a green team. Shit, it can't be Schwäbisch Hall. It could be like, Schwäbisch Hall. Oh, that's GFL. Yeah, that's GFL. Yep. A little GFL play right here. Longhorns, the Cardinals. Okay. Yeah. So you know about this team, right? Yeah. So the team that I grew up playing for and that I played for after college, that was in that league. Okay. That's the German football league. I played for the European football league team, and he just signed with the Colts. Right. So he came over here. Yeah. How early can you play for those teams there? You can play for them as soon as you want. Okay. We got what's the name? I can't remember his name, but he played down in Nigeria. It didn't, matter of fact, didn't even really play. They just, you know, because it wasn't, it's not nearly as big down there. Yeah. So there are a bunch of them. What's going on? Alright, wir sind jetzt im PT-Bereich. Ich habe gerade kurz den Chiropractor gesehen. Die haben kurz meinen Rücken knacken lassen, Nacken knacken lassen. Jetzt machen wir ein paar Corrective Exercises. Ein Teil vom Training, der ein bisschen unangenehm ist, weil es nicht so, du kannst nicht so geile Gewichte nehmen. Ja, das ist nicht so schwer. Es sind alles so kleine, nervige Übungen. Aber am Ende machen die einen großen Unterschied, wie du dich fühlst. Und wie dein Körper sich bewegt. Deswegen ist es wichtig, aber nicht so cool. Aber wir machen es trotzdem. So, also Jakob ist immer noch drin in Physical Therapy und ich chill jetzt einfach hier draußen rum. Ich habe hier gerade so eine Trainingsgruppe von irgendwelchen NFL-DBs an, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es alles NFL-Athleten sind, aber sieht sehr, sehr stark aus. Eine Sache, an die ich mich auf jeden Fall gewöhnen muss, ist dieses ständige Wechseln zwischen dieser Hitze draußen und dieser krass feuchten Luft und den eiskalten ACs in den Innenraum. Das ist auf jeden Fall was, so, wo einen schlaucht. So sieht der Vormittag also aus. Genau, so sieht der Vormittag aus. Und ich glaube, du hast ein paar Clips von dem Punter mit draufgenommen. Ja, ne? ja. In Deutschland sieht man meistens, in Deutschland ist Special Teams ja meistens nicht so krass, also besonders was ich bis jetzt in der ELF gesehen habe, da ist ja Special Teams eher immer so ein 50-50 Play, ob der Punt überhaupt wegkommt. Aber wenn du hier ein paar richtigen Pros zuschaust, da kommt halt jeder Ball genau dahin, wo der sozusagen angesagt wird. Das genau, ist ein bisschen anders. Wir hatten es gerade davon, dass ich noch nie gesehen habe, dass ein Panther so konstant weit hoch mit Hangtime etc. und an denselben Spot bringt. Das ist krass. Ja, dann bin ich zu Jakob gegangen und habe gesagt, hey, das ist krass, ich habe es noch nie gesehen. Und das ist wahrscheinlich auch nur ein Panther, der gerade kein Team hat. So. Ja, also das Level an Specialists, was du in der NFL nochmal kriegst, ist nochmal echt richtig krass. Also die Jungs, die Panther, die Placekicker, die Kickoff-Kicker, also das ist, nochmal ein bisschen anderes Level. Ich achte auch immer drauf, wenn ich wo essen gehe, dass die Leute von der
Ethnicity dort auch essen gehen. Weißt du, ich meine, allerwichtigste ist Sriracha Hot Chili. All right, here. Three of the soups are in this bag. Perfect. The rest of them, the silverware thing is in that bag. Perfect. Awesome. Thank you. Thank you so much. Appreciate it. Have a good day. Erstmal Pho geholt hier beim Vietnamesen. Weil wenn du so ein bisschen eine Erkältung hast oder sowas, dann ist das Beste, um die Erkältung loszuwerden. Hier in Florida ist es immer so, weil du den ganzen Tag schwitzt, wenn du draußen bist. Die Humidity, die Hitze. Und dann reingehst, wo das AC, die Amerikaner haben das AC, die Klimaanlage immer auf 10 Grad gestellt oder sowas. Erkältst du dich schnell und das ist die Remedy hier. So, Einkauf erledigt. Einkauf ist durch. Jetzt geht's zu Crib und Essen, Bro. Wichtigste Activity des Tages. Also, ich saß gerade im Auto, hab schon mal Klimaanlage angemacht, wenn es hot ist. Ja, hot as fuck, Bro. Jakob kommt zurück. Er ist nochmal schnell in den Supermarkt gerannt. Für was? Eiskaltes, alkoholfreies Bier. Let's go, baby. Hallo. Ich glaube nicht hier auf dem Golfkurs. Oh. Der Heilige. Der heilige Rucksack. Okay. Let's go. Cheers. Ist schon mal gut, dass ich angeschnallt bin. Das ist schon mal Progress, Bro. Und ich habe kein Handy in der Hand. Das ist beides Plus. Ja, ja. Wir haben das voll gegessen. Dann erstmal Mittagspause. Ich mache gerne einen Mittagsschlaf nach so Trainingstagen, weil ich ansonsten nicht genügend Recovery bekomme. Also ich track, wie viel ich recover mit meinem Whoopstrap. Deswegen immer eineinhalb Stunden oder sowas pennen. Philipp hat geeditet. Bisschen yes. Gearbeitet, dann haben wir uns ein paar Spiegel TV Dokus gegeben und jetzt fatzen wir alle zusammen noch an den Strand, ein bisschen den Tag ausklingen lassen hier in der Florida Sonne. Fertig am Strand. Wir waren gerade eine Weile im Bad. Was laber ich? Ist das Mikrofon ab? Ja, ist internes Mikrofon. Wir waren gerade eine Runde schwimmen und jetzt geht's zurück nach Hause, Abendessen, schlafen gehen. Tag ist vorbei. Abendessen ready. Ein bisschen Abendessen. Here we go, Chef Jakob in the kitchen. Okay, das schäme ich jetzt noch ab. Sieht gut aus. Oh, Salz. Das wird jetzt gegessen, danach ist der Tag fertig, genau, oder? Genau, essen und schlafen gehen, ein bisschen Star Wars schauen. Fertig. Gute Nacht. Peace. So good in German, she would get through in Germany. Hey. Ich hatte schon ein FSJ gemacht. Look at you. Look at him laughing at my German. German guy over here, huh? Yeah. Sehr deutsch. Yeah. So, jetzt gehen wir an den Strand. Nein. Nein. Erst gehen wir zum Eis essen. Eisdiele. Eisdiele. Ja. Yeah.